Josef Ofner. Ich erteile ihm das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Kanzler, jetzt ist er wieder nicht mehr da, jetzt kennt man uns nicht mehr ganz aus. Nicht zuerst hat es geheißen, er kommt nicht, jetzt war er da, jetzt ist er nicht mehr da. Das ist ja symptomatisch für diese Bundesregierung, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Aber was neu ist, dass das Bundeskanzleramt nicht weiß, was der Bundeskanzler tut, nicht, also das ist neu. Herr Minister, Sie sind wenigstens da. Werte Kollegen, der Kollege Buchmann hat es jetzt angesprochen, sonst wäre es mir gar nicht aufgefallen. Genau, heute sind Sie ja wieder vollständig maskiert, das stimmt, weil heute sind ja auch wieder die Kameras dabei. Da haben wir natürlich vollständige Maskierung bei uns im Hohen Haus. Aber vor allem, liebe Zuschauer, liebe Österreicher, und weil der Herr Kollege Buchmann von Chaoten gesprochen hat, ja, liebe Österreicher, die Sie von dieser chaotischen Bundesregierung wieder mal zum Lockdown verdammt wurden und uns heute via Bildschirm von zu Hause aus verfolgen müssen. In Zeiten, in denen eine Regierung nun schon mehr als knapp 2 Jahren Management bei Chaos hier verursacht und dieses zur Königsdisziplin erhoben hat, gibt es wenig zu lachen in Österreich. Ja, es gibt wenig zu lachen aufgrund des völligen Scheiterns dieser Regierung auf allen Ebenen. Nahezu täglich gibt es umfangreichere Einschränkungen unserer Grund- und Freiheitsrechte. Die Menschen in unserem Land werden von Lockdown zu Lockdown geführt. Das Land ist in einem wirtschaftlichen und finanziellen Chaos und wird mit Vollgas an die Wand gefahren. Und die Gesellschaft wird von den Vergesslichen oder Korrupten, vor allem aber von den Arroganten und Ignoranten Türkisen, und natürlich dem grünen Beiwagerl, bewusst gespalten, um vom eigenen Versagen und den korrupten Machenschaften abzulenken. Ja, und trotzdem, meine Damen und Herren, vor wenigen Tagen, am vergangenen Donnerstag, ist mir ein leichtes Lachen über die Lippen gekommen. Als ich erfahren habe, dass die SPÖ eine Sondersitzung einberuft und eine dringliche stellt an den Herrn Kanzler und an den Herrn Minister unter dem Titel Corona, Totalversagen dieser Bundesregierung. Und 77 Fragen hier aufwirft und das Management der Regierung kritisiert. Jene SPÖ, die den 2., die den 3., die den 4. Lockdown mitgetragen hat und dafür gestimmt hat, jene SPÖ, die beim grünen Pass mitgestimmt hat, die für die Impfpflicht mitgestimmt hat, und Herr Kollege, da muss ich Sie berichten, Kovac, wir sind nicht für eine Impfpflicht, wir sind für die Freiwilligkeit bei der Impfung. Jene SPÖ, die 3G am Arbeitsplatz mitgetragen hat und hier im Liegen umgefallen ist, und auch jene SPÖ, die die 2G-Regeln in den Bildungseinrichtungen, der Gastronomie, dem Tourismus und vieles mehr überhaupt nicht kritisiert und damit die Diskriminierung der österreichischen Bürger hier zustimmend in Kauf genommen hat. Und heute gehen sie her, die Genossen, und wettern gegen diese Bundesregierung, wo sie selbst willfährige Steigbügelhalter sind, eigentlich müsste man sagen Komplizen dieser unsäglichen türkis-grünen Regierungskoalition, gegen das selbst mitverursachte Missmanagement, für das ihr euch billig habt kaufen lassen, und kaufen tut die ÖVP, wie wir wissen, ja bekanntlich gerne. Also, liebe SPÖ, das, was Sie machen, das ist ja Selbstgeißelung in Reinform. Denn sie sind ja bei jedem Schmoren dabei und prangern es dann noch an. Das ist ja fast gerade so, als würden sie einem Brandstifter ein Feuerzeug schenken. Ja, und wenn dann das ganze Haus Österreich abfackelt, dann gehen sie zum Brandstifter und fragen ihn, wie hat denn das passieren können. Ja, das ist ein absoluter Wahnsinn, was sie hier machen. Und ja, es ist nichts anderes als eine offen kommunizierte Selbstanzeige. Aber während Sie sich hier heute selbst anzeigen, nämlich die Gelegenheit war, einige dieser gemeinsamen Wahnsinnigkeiten aufzuzeigen, und da ist der unmittelbare Konnex zu Ihnen hergestellt, Herr Minister, für Gesundheit, ja, der wie kein anderer mit unermüdlicher Konsequenz die Menschen in unserem Land tagtäglich physisch und psychisch krank macht.
Ja, das ist ein toller Zugang für einen Gesundheitsminister, denn die Menschen fühlen sich von Ihnen in diesem Land zurecht. Und auch von Herrn Platzhalter Kanzler belogen und betrogen, weil sie ihnen ständig neue Märchengeschichten auftischen. Und wer Märchen erzählt, ja, der ist halt nicht glaubwürdig. Und daher kommt es auch vielleicht, dass sie sich in kürzester Zeit so oft widersprechen, dass man glauben könnte, sie trainieren für eine olympische Disziplin oder für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde, der Trauring-Rekorde. Da sagen sie, wir haben eine zu geringe Durchimpfungsrate und wir müssen mehr impfen, ja, am besten eh alle von 0 bis 100 und wahrscheinlich in der Endphase nach Ihrer Vorstellung mit x Stichen im wöchentlichen Rhythmus, um vergangenen Sonntag dann in der ZIP 2 zu verlautbaren, wir sind Europameister im Impfen. Ja, das passt gut zusammen. Da sagen Sie impfen, 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 denn nur wer geimpft ist, ist geschützt, um dann wieder am vergangenen Sonntag öffentlich einzugestehen, ich zitiere, wir haben die Situation, dass wir wissen, dass auch geimpfte Menschen das Virus weitergeben können. Das haben wir vorher nicht gewusst. Ja, guten Morgen, das haben Sie nicht gewusst. Ja, da liegt die Schuld vielleicht bei uns Freiheitlichen, denn wir haben monatelang darauf hingewiesen, aber vielleicht ist das in der Realität zu leise ausgefallen. Vielleicht haben wir die über 100 Vorschläge, die wir in Form von Anträgen entsprechend formuliert haben, zu leise formuliert und diese sind ins Badezimmer des Gesundheitsministeriums nicht durchgedrungen. Weil das meistgespielte Lied in diesem Gesundheitsministerium ist sowieso der Titelsong von Pippi Langstrumpf, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ja, und deswegen müssen dann auch immer wieder bezahlte Regierungsexperten ausreiten, um die Märchengeschichten zu wiederholen und beispielsweise von 90% Ungeimpften auf den Intensivstationen berichten, um wissenschaftliche Harvard-Studien in Misskredit zu bringen, öffentlich zu belächeln, die belegen, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Impfquote und der Höhe der Infektionszahlen gibt, oder auch um eine Stanford-Studie von Professor Ioannidis anzuzweifeln, die besagt, dass der Lockdown, den Sie jetzt wieder ausgerufen haben, keine Wirkung auf das Infektionsgeschehen hat. Da darf die Realität natürlich keinen Platz haben bei Ihnen. Jene Realität, die beispielsweise am 18. November 2021 in Kärnten wie folgt lautet. Ja, Herr Kollege Schreuder, du aufpassen, ich weiß, du bist auch einer dieser Lemminge, aber wenn du dich ein bisschen mit der Realität befasst, dann könntest du auch einmal einen anderen Zugang haben. Und ich sage dir jetzt einmal, wie die Realität in Kärnten aussieht. Ja, auch Herr Kollege Kornhäusl, bitte hör zu. 210 Patienten befinden sich am 18. November in Kärnten auf der Normalstation. Davon 51% geimpft, 49% ungeimpft. 35 Patienten befinden sich auf der Intensivstation. Davon 46% geimpft, 54% ungeimpft. Und diese Zahlen, meine Damen und Herren, die haben nicht ich erfunden oder heute mitgebracht, sondern gegenteilig, wie Sie es immer machen, wo einfach irgendwas propagiert wird, sind diese Zahlen in einer Aussendung des Kärntner Landespräsidentes von 18. November offiziell mitgeteilt worden. Und das ist nicht nur in Kärnten so, sondern es ist auch in anderen Bundesländern so. Aber ich weiß, Ihnen sind die Fakten, die Realität und die Evidenz sowieso egal, denn jetzt haben Sie ja ein Vorhaben auf der Agenda, das ja sogar von Ihrem persönlichen Oberpatienten in der Hofburg unterstützt wird, nämlich Impfpflicht für alle. Ja? Und daher sagen wir auch ganz klar, nein zu diesem Impfzwang, nein zu dieser Impfpflicht, denn frei nach Goethe, so gehen Sie ja vor, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, ja? Und Pflicht bedeutet gleichzeitig Zwang. Ja, das geht sogar so weit, dass sie nicht einmal mehr vor den Kindern zurückschrecken. Für mich übrigens, und da sage ich Ihnen noch einmal in aller Deutlichkeit, ist das ein Verbrechen, ein absolutes Verbrechen, wo dann die Printmedien mit Stolz titeln, jetzt sind auch die Kinder dran. Und wenn ich das heute lese, dass es Impfstraßen für Kinder geben soll, dann habe ich ein schreckliches Bild der Geschichte vor meinen Augen und ich sage Ihnen, Hände weg von unseren Kindern.
Und wen wird es denn als nächstes treffen? Jene Menschen wird es als nächstes treffen, die im Vorjahr von dieser Regierung noch vollmundig als die Hellen des Alltags bezeichnet wurden. Das war das Gesundheitspersonal beispielsweise. Die sollen jetzt auch zwangsgeimpft werden, obwohl wir eigentlich wissen, ja, dass viele bereits angedroht haben, im Falle dieser Pflicht- und Zwangsimpfung zu kündigen und ihren Beruf aufzugeben. Und bitte, Herr Minister, damit Sie nicht wieder sagen können, nachher, Sie haben es nicht gewusst, dann darf ich Ihnen mitteilen, dass wir schon jetzt einen akuten Personalmangel haben im Pflegebereich und vielleicht sollten Sie diese willkürlichen Maßnahmen und Zwangsmaßnahmen zum Wohle der Gesundheit der Österreicher noch einmal überdenken. Wobei, die Frau Edtstadler, die ist ja schon dabei, entsprechend Sanktionen zu erklären. Ja? Da frage ich mich, wie weit es dann gehen wird. Wie weit wird es denn dann gehen, wenn die Strafen nicht mehr fruchten? Was wird man machen? Wird man den Eltern vielleicht das Obsorgerecht entziehen und den Unternehmern die Gewerbeberechtigung? Gibt es vielleicht für jene, die durch ihr Missmanagement arbeitslos geworden sind, dann kein Arbeitslosengeld mehr, wenn sie sich nicht impfen lassen? Oder nimmt man ihnen die Gemeindewohnung weg, nachdem zuvor ihre Pensionsansprüche verfallen sind? Was haben sie denn vor? Ja, wie weit ist denn diese totalitär unmutige Regierung bereit zu gehen? Und das mit Impfstoffen, die allesamt über eine Notzulassung in Umlauf gebracht wurden, wo bei den Akkordstichaktionen mit Sicherheit das vertrauenswürdige Gespräch mit dem Arzt ja keinesfalls zu kurz kommen wird. Zumindest sehen Sie das in Ihrem Paralleluniversum immer so. Mit Impfstoffen, für die niemand bereit ist, weder der Erzeuger noch der Staat noch die EU, die Haftung für Impfschäden zu übernehmen. Und mit Impfstoffen, die mit begleitenden Lotterien, also das ist ja ein Schwachsinn, nicht mehr zu überbieten, am besten wieder in Flugzeugen, in Messehallen, in Bordellen oder sonst in Impfbussen in Form von Massenimpfungen zur Anwendung kommen. Ja, übrigens ist das völlig egal dann, wie sich das auf das Infektionsgeschehen auswirkt. Das ist nämlich interessant. Denn wenn dort hunderte Leute anstehen, um diese Impfung zu erlangen, weil sie von ihnen da in den Stich gedrängt werden, da ist es völlig egal. Da gibt es kein Infektionsgeschehen, weil da weiß das Virus natürlich, dass es hier zu unterscheiden hat. Klar, wir wissen ja, bekanntlich ist es sehr intelligent. Und in diesem Zusammenhang darf ich Ihnen natürlich noch eines mit auf den Weg geben. Und da sprechen wir von einem Prozentsatz von 90%. Ich spreche von den Menschen, die sich in den letzten Wochen haben impfen lassen. Ja, die haben sich nicht impfen lassen aus Angst vor Corona. Denn die Menschen haben im Gegensatz zu Ihnen schon lang gesehen und mitbekommen im Bekannten-, im Freundes- und Familienkreis, dass ihre sündteure Märchenwerbung, wer geimpft ist, ist geschützt, nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Ja? Sondern sie haben sich impfen lassen, weil sie genug haben von ihren Repressalien und ihrem Gehregime. Und beide haben sie ihnen ja versprochen, Freiheit für die Geimpften. Ja? Seit letzten Freitag ist diesen Menschen, aber ebenso wie allen Impffreiwilligen zuvor bewusst, von denen da oben ein weiteres Mal belogen und betrogen. Schwer genug haben sie es ja allen gemacht. Aber da bin ich mir sicher, das war nicht bewusst, sondern das war wieder mal der Unfähigkeit der handelnden Personen geschuldet. Weil jeder, der nur eins und eins fehlerfrei zusammenzählen kann, dem sollte einleuchten, wenn ich Selbsttests und Antigentests verbiete und diese keine Gültigkeit mehr haben, ja, dass es dann einen wahren Run natürlich auf die PCR-Tests geben wird, weil ja jeder so einen Test auch vorweisen muss. Aber dieses Rechenbeispiel, ja, das dürfte für diese Regierung wieder mal zu schwierig gewesen sein. Und dass dann in Folge das gesamte System kollabieren muss, ja, Überraschung, ja, war natürlich nicht vorherzusehen. Das haben Sie natürlich, Herr Minister, wieder nicht wissen können. Und daher bleibt in letzter Konsequenz natürlich eines. Da bleibt eines, und zwar Lockdown für alle. Lockdown für alle, denn wenn die Menschen im Lockdown sind, dann gibt es bekanntlich weniger Tests. Wenn es weniger Tests gibt, bedeutet das, dass natürlich auch die Zahlen nach unten gehen. Und dann kann man den Schritt wagen, ja, den ungeschützten, ungeimpften
vor den nicht geschützten Geimpften zu schützen, indem man sie wegsperrt. Ja, vollkommen logischer Ansatz. Gleichzeitig müssen dann die geimpften Personen, auch wenn sich ein positiv Getesteter im gleichen Haushalt befindet, nicht in Quarantäne, ja, sondern sie gelten als K2-Personen, dürfen ihrer Arbeit und ihrer Freizeit nachgehen, weil sie können sich ja mit dem Virus nur infizieren und dieses übertragen. Ja, wiederum vollkommen logischer Ansatz. Ja, und dieser Ansatz wird ja nicht nur von Herrn Minister Mückstein geteilt, sondern auch vom Spalter der Nation. Und da kommen wir jetzt zu Ihnen, Herr Kanzler. Ja? Sie sind der, der dem Spruch Divide et Impera, teile und herrsche, eine völlig neue Dimension verleiht. Denn um von den eigenen Machenschaften der mutmaßlichen Korruption der türkisen Truppe und dem Missmanagement auf allen Ebenen abzulenken, ist es für Sie ein privates Mittel, den Geimpften gegen den ungeimpften Pöbel, um in ÖVP-Sprech zu benennen, auszuspielen. Nur darf ich Ihnen eines verraten. Die Menschen in unserem Land sind nicht dumm und sie lassen sich gerade von Ihnen nicht für blöd verkaufen. Denn sie sind nicht Ihre Untertanen. Ja? Und es sind zigtausende und es werden täglich tausende mehr, die ihr perfides Spiel entsprechend auch durchschauen, sich nicht in geimpft, ungeimpft, genesen oder gesund teilen und spalten lassen, sondern gemeinsam Seite an Seite hinweg über Parteigrenzen, hinweg über Berufs- und Altersgruppen, aber vor allem hinweg über ihre medial konzertierte und gekaufte Propaganda für ein freies Österreich aufstehen und für den Erhalt der Grund- und Freiheitsrechte einstehen. Und ich darf Ihnen sagen, und das ist ein Armutsbeispiel auch für viele Vertreter der Menschen hier herinnen im Plenum. Wir als Politiker sind eigentlich gewählt, um den Menschen hier eine Stimme zu verleihen. Nur das tun viele nicht, weil sie hörig den Obrigkeiten nachlaufen und entsprechend keine Stimme hier verwenden und keinen Satz hier verwenden, um die Stimmung der Menschen hier zum Ausdruck zu bringen. Und daher kann ich Ihnen gerne sagen, ich bin kein Politiker, ja, der hierher geht und Pharmakonzerne vertritt, der die Impflobby vertritt und schon heute bin ich keiner und Gott sei Dank bin ich keiner, der die ÖVP vertritt hier herinnen und diese Regierung vertritt, das machen eh genug von Ihnen da, sondern wir haben Seite an Seite für die Bevölkerung entsprechend auch dazustehen, für ihre Freiheit einzutreten und für diese auch aufzustehen. Und ich sage Ihnen eines, Herr Kanzler, Sie werden sich nicht von Ihnen in die Nadel zwingen lassen, sondern Sie werden die Zügel für diese Regierung straffer ziehen, um bei Ihren Worten zu bleiben. Sie werden sich von einem Herrn Nehammer nicht wegsperren lassen, der es zwar schafft, die eigene Bevölkerung einzusperren und zu kontrollieren, aber es seit Monaten nicht zusammenbringt, täglich 200 Illegale aus unserem Land auszusperren. Und Sie werden auch einer Frau Köstinger zeigen, was wahre Solidarität bedeuten kann. Denn das wird die Solidarität sein, dass Sie Ihnen zeigen, dass diese Regierung abgelaufen ist. Und ja, Sie werden friedlich, aber auch unermüdlich jeden Tag die wahre Exit-Lösung aus Ihrer Politik und diesem Schlamassel aufzeigen, die da lautet Zusammenhalt statt Spalt. Und dieser Zusammenhalt für die Freiheit wird am Ende des Tages auch von Erfolg gekrönt sein. Denn es werden dann Ihre willfährigen Medien sein, die den längst fälligen Rücktritt von Ihnen beiden, aber von der ganzen Regierungsriege verkünden müssen. Und glauben Sie mir, das wird auch jener Tag dann sein, wo Sie für Ihre Attentate, wie Sie es benennen, zur Verantwortung gezogen werden. Und da kann ich Ihnen versprechen, dann wird es für Sie und wirklich viele von Ihnen, auch von der ÖVP und von den Grünen, wirklich ungemütlich werden. Aber es wird ein wahrlich wichtiger Tag für Österreich werden, für die Freiheit in Österreich. Und es wird ein schöner Tag für Österreich werden. Herr Kollege Ofner,
für die korrupten Machenschaften der Regierung, belogen und betrogen. Für diese Wortwahl erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Als nächster zu Wort gemeldet hat sich Kollege Marco Schreuder. Ich muss auf diesen Ordnungsruf replizieren und muss sagen, dass ich diesen nicht zur Kenntnis nehmen kann, da das Oberlandesgericht Wien entsprechend auch dem Herrn Blümel bescheinigt hat, dass er Teil einer vergesslichen oder korrupten Partei ist und dass man ihn als solchen bezeichnen darf. Nachdem der Herr Blümel bekennender Türkiser ist, muss ich davon schlussfolgern, dass die ÖVP mit dieser Partei gemeint ist und damit die ÖVP korrupt ist, und daher habe ich das Wort korrupte Machenschaften verwendet. Als nächster zu Wort gemeldet hat